Gut, dann. Wo ist denn mein Tagebuch? So, mal gucken. Angelinas Bilder, das. Da bin ich jetzt nicht. Foto. Boah, was habe ich hier alles für Aufträge? Ach, die Kranken. Mal gucken. Medikamente, die Mom nimmt, habe ich fertig. Versicherungskarte meiner Mom habe ich fertig. Die Krankengeschichte. Ah, dafür muss ich den Arzt anrufen. Da gehen wir zum Telefon. Telefon, Teflon. Teflon beschichtetes Telefon. So, das war auf dem Schränkchen. Schränkchen, Popänkchen. Naja. Ruf mal an den Arzt. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Praxis Dr. Wakefield? Anspruchsvolle Nummer. Mein Name ist Darren Michaels. Du musst den Doktor 555. sprechen, es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Da hätte ich mir nicht den Namen des Arztes aufgeschrieben, sondern nur die Nummer. Hallo Dr. Wakefield, hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich. Hoffentlich ist Ihrem Rücken nichts passiert. Wir machen keine ist Faxen. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt Ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber Ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sturz Auswirkungen haben kann. Ich glaube, ich Mach will es gar keine nicht Angst. Wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das. Ich lasse die Unterlagen nach Billefort schicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Puh, das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Mit ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun das. Ja. Ja, ich muss sagen, ich komme ja fast sehr selten überhaupt. Ich komme ja fast gar nicht zum Sprechen. Aber ja, dafür spricht er ja langweilig, sollte es nicht sein. Ich möchte auch euch die Dialoge oder halt die Texte nicht vorenthalten. Es kommt mir ja so vor, als wenn ich hier so einen kleinen Krimi selbst spiele. Und demnach sollten die Dialoge hier jetzt natürlich auch das Spiel ausschmücken können. Und ich gebe halt meinen Senf dazu, wenn ich gefragt bin. Ich denke mal, so werden wir es machen und damit werdet ihr doch das wahrscheinlich ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Ja, halt die Fresse, aber ich wollte die kann benutzen. Ich kann nicht quer durch den Ort laufen. Ich habe hier noch zu tun. Was ist hier noch zu tun? Ich dachte, ich habe hier alles erledigt. Medikamente, die Mom nimmt, habe ich. Versicherungskarte. Was habe ich denn hier noch zu erledigen? Soll ich mir den Fernseher angucken oder was? Früher gab es häufig Streit darüber, wie lange ich Fernsehen schauen durfte. Als Kind konnte ich stundenlang vor dem Teil sitzen. Heute bringen mich keine 10 Pferde mehr dazu. Ich kann froh sein, dass das Ding meine Birne nicht völlig aufgeweicht hat. Oh. Wer weiß. Aber die Kopfhörer können deine Birne... Ups. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Nirvana kenne ich ja. Pearl Jam sagt mir nicht. Hast du noch was in der Handtasche, oder was? Da ist nichts Interessantes mehr drin. Hm. Und mein Geld verdiene ich allein. Ja, beim Fuller im Photoshop. Spüle. Tisch hier. Ja, was soll ich hier noch machen? Ich ziehe mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, dann zieh dich mal um. Oh, voller Player. Polizei. Krankenhaus. Gehen wir mal ins Krankenhaus. Hallo, ich möchte zu meiner Mom. Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Lungen. Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich...
Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Ja. Okay, jetzt 5 Stunden warten. La la la. Ach, okay, doch nicht so lang. Oh, guck mal, er hat voll den Tattrich. Timmy. Wo willst du hin? Also ich mach das jetzt nicht, das ist Video. Das ist... Ich guck auch gerade zu, genauso wie ihr. Ich bin nur Zuschauer und er ist irgendwie so ein Zombie. Also Zombies legen gleiche Verhaltensweisen an den Tag. Interessant. Interessant. Entschuldigung, Mr. Michaels? Ja. Das bin ich. Hier. Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Ja, davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr. Aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... Telefon. In Ordnung, Doktor. Wat nu? Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Geht doch. Mr. Michaels? Nö. Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Wann werde ich dann hier zum richtigen Detektiv? Danke. Oh Mann, oh. Ich bin Ermittler. Ich hab's im Blut, Mann. Ey, Mutter. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss mit voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Au. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma, Darren. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Na, klasse. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ich bin nicht dein Junge. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch Fuller... Darren, komm zu dir. Es war ein Unfall. Niemand trägt daran Schuld und du solltest jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Jetzt dreh ich durch. Du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hier bleiben. Ich schau später nochmal rein. Ja. Ich werde nicht hier bleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Oh. Harte Worte. Harte Worte. Ein Koffer. Der gehört nicht meiner Mom. Vielleicht stammt er von dem Patienten, der vor ihr hier lag. Hätte ich meiner Mom auch so einen Koffer hätte packen sollen? Na, wenn du ein guter Sohn wärst. Überwachungsbildschirm. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind. Die sind super, die liegt bloß so im Koma. Nachttisch. Typischer Krankenhausschick. Hier liegt ein Medizinfläschchen. Vielleicht vom Patienten, der vor meiner Mutter hier gelegen hat. Laxativa. Ein starkes Abführmittel. Das klingt nützlich. Sehe ich genauso.
Eine Waage. Waage? Eine Waage. Vielleicht für übergewichtige Patienten. Sie sieht auf jeden Fall massiver aus als die Wagen, die man aus dem heimischen Badezimmer kennt. Dann nimm mit. Ich lass die Waage lieber hier. Was soll ich mit einer Waage? Ja, genau. Was soll's mit... Ein Stethoskop haben wir noch und ja, mit Mutter sprechen. Wird sehr viel Sinn machen, wenn da sie liegt ein Stethoskop. Im Koma liegt. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Dort Newhouse hat seins jedenfalls noch. Nimm mit. Ich nehme es mit. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Ich frage mich, wofür ich das Brot brauche. Ich könnte es meiner Mutter geben. Es scheint ihr, sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Stimmt, die hat bei Street Fighter mitgemacht. Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da, dieser Scheißschrank, ich könnte... Und Fuller, wenn er... Dafür lass ich ihn bluten. Der Spiegel. Oh. Geh nicht durch den Spiegel. Mom, bist du wach? Hab ich mir das nur eingebildet? Nein, das kann nicht sein. Mein Handgelenk tut immer noch weh. Sie muss für irgendetwas furchtbare Angst gehabt haben. Aber was hat sie gemeint? Ich hab mich erschrocken, wollte ich nur mal kurz so sagen. Die Olle. Und wie sie lacht. Jetzt lacht sie. Greift mir an und lacht. Ich jetzt mit ihr... jetzt kommt wieder das gleiche Blabla. Okay. Boah, macht die mir einfach an, die Olle. Okay, hier gibt's wohl nichts mehr zu tun. Ich muss ihr... Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Hey! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Was ist denn das für ein Vogel? Der ist, Was zum Teufel? Der ist merkwürdig. Was wollte er? Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Hi! Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Versicherungsschein, Carrie, Dr. Newhouse, Fremder, Mutter, Fremder. Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... Sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon zweimal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Mutter. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das... Das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Koma, Unfällen klar, gestorben. Alter. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Jo, er betrachtet es einfach mal von der logischen Komponente. Warum nicht, ne? Ist ja jedermann selbst überlassen. Wie ist der so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Wow, okay. Carrie ist tot, weißt du schon? Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht.